Halli und hallo und herzlich willkommen zu einer Runde Drakensang Online. Ja, und nachdem ich euch hier so schön begrüßt habe, möchte ich jetzt doch erstmal schauen, was heute so ansteht. Der tägliche Login-Bonus zum Beispiel wäre da. Töte 300 würdige Monster. Löse zwei Quests. Dann halte ich doch das Löse zwei Quests für sinnvoller. Zumal wir ja auch noch Quests zum Abgeben haben. Vielleicht zählt das ja dann gleich. Das wäre ja ziemlich, ziemlich super. Können wir doch gleich mal schauen auf der Karte, wo wir da so hin müssen. Dann müssen wir einmal hoch zum König auf jeden Fall. So viel steht ja schon mal fest. Das wollten wir ja eh tun, die Quests hier noch abgeben. Ja, und dann kümmern wir uns da jetzt auch gleich mal drum. So wie das auch angekündigt war. So, und da haben wir den Kanzler. Und die Quest heißt Jäger und die Gejagte. Euren Einsatz für die Sicherheit der Bevölkerung wird seine Majestät zu schätzen wissen. Ich danke euch in seinem Namen und möchte euch meinen Respekt aussprechen. Ich ahne, wovon der Holzfäller spricht. Das sind nicht einfach nur tollwütige Hunde, oder? So, da können wir sie abschließen. Die beunruhigenden Berichte mehren sich. Ich fürchte, im wilden Wald werden Menschen von diesen Monstern gejagt und verschleppt. Möglicherweise in die Höhlen dort. Ihr wärt mir eine große Hilfe, wenn ihr vor dem Höhleneingang nach Spuren sucht. So, das sollen wir suchen. Das können wir dann machen. Hier oben. Ne, nicht da oben. Hier unten. Gäbe es irgendwie noch einen neuen... eine neue Quest anzunehmen? Priester der Ordnung? Hellen erwachen? Ah, da können wir was abgeben. Konntest du verhindern, dass die alten Herden auf der Seite der Kultisten kämpfen werden? Konnten wir natürlich noch nicht. Das haben wir auch noch nicht fertig. Und Gegenspionage. Kultisten nutzen den Geheimweg in der Krypta, der in den Wald führt. Durch zerstörerische Magie haben sie es unmöglich gemacht, sie dort zu verfolgen. Doch wenn es am Ende ein Wachposten platziert ist, könntest du über ihn an Informationen kommen. Okay. Also. Das heißt, wir sollen bei diesem Wachposten in der Krypta irgendwas finden. Okay. Wir sollen überall irgendwas finden. Das hört sich ja erstmal unspektakulär an. So, jetzt versuche ich mal hier durch die Stadt den kürzesten Weg zu finden. Diese Gassen. Aber hier können wir nämlich noch was abgeben. Ein Festmahl für die Räuber. Was? Keine Spur vom Waldvolk und stattdessen Präsenz des Feindes? Beunruhigend. Äußerst beunruhigend. Euer Bericht deutet auf eine Flucht hin. Ungeplant und plötzlich. Dabei haben sie über Generationen dort gelebt. Ach, wenn ich doch nur mehr wüsste. So, da geht's gleich weiter. Die nächste Quest. Der alte Randell, der als Einsiedler im Wald lebt, hat seine Hütte verlassen und befindet sich in der Stadt. Er spricht nicht mit jedem, aber vielleicht könntet ihr von ihm erfahren, was im Wald vorgefallen ist und wo sich die Basis des Feindes befindet. So, da sollen wir mit dem Randell sprechen. Und wir haben die tägliche Herausforderung geschafft. Das war ja mal easy, muss ich sagen, für heute. Das ist schon mal sehr schön. Da haben wir Mentor-Bonus erhalten und uraltes Wissen. Sehr schön. Hier haben wir den Mentor-Bonus. Kann ich euch einmal gerade zeigen. Da bekommen wir jetzt generell mehr von diesem Zeug. Ja. Also wenn wir uraltes Wissen bekommen, dann bekommen wir mehr davon. So, Zirkelmagier. Was bist du denn? Ne, das ist PvP-Kram. Das wollen wir nicht. Hier unten haben wir noch eine. Die, das ist ja die tägliche, oder beziehungsweise die man immer wiederholen kann mit der Melissa. Und hier ist der alte Randell.
nach Vorfällen im Wilden Wald fragen. Die Höhlen. Es müssen die Höhlen sein, natürlich. Da, wo das wilde Herz der Jäger schlägt. Das Waldvolk floh, denn es fürchtete ihren Zorn. Und das zu Recht. So, den haben wir jetzt gefragt. Jetzt müssen wir wieder zurück. Aber da gibt uns auch noch eine andere Quest. Der Jagdruf. Du kennst mich nicht, junge Frau. Aber möglicherweise willst du dennoch etwas für mich tun, hm? Die Jäger im wilden Wald. Die Jäger mit dem wilden Herzen. Ich sah sie um meine Hütte im Wald herumschleichen. Da floh ich. Doch ich brauche mein Buch. Es heißt Die alten Götter. Okay, das heißt, wir müssen ihm sein Buch bringen. Sollten wir hinbekommen. Und jetzt können wir natürlich hier wieder durch die ganze Stadt zurücklaufen. Müssen wir ja irgendwie, um die Quest hier abzugeben. Ein Festmahl für die Räuber. 4. Die Wildherzhöhlen. Ich kann heute nicht lesen. Jetzt wissen wir, wo wir das Problem angreifen können. Ja, wo sich das Problem angreift, genau. Wir sollten zum Schlag gegen sie ausholen. Nun, da wir den Standort ihrer Basis kennen. Ach so, und wir können dort nach der Lieferung suchen. Für König Harald, jawohl. Prima. Ich bin davon überzeugt, dass der Feind für das Schlamassel mit der verschwundenen Lieferung verantwortlich ist. Es kann nicht angehen, dass sich diese Schweine an das Königsfest mal laben. Sorgt dafür, dass der Kanzler die Speisen erhält. Ich bitte euch. Ja, sollen wir machen? Ah, wir bekommen was Neues. Der Räuberhauptmann. Wir sollten den Räuberhauptmann in seiner Höhle unschädlich machen. Ich meine, ihr solltet das tun. Auch sein Führungsstab muss ausgeschaltet werden. An die Obersten werdet ihr aber nicht herankommen, wenn ihr nicht die einfachen Plänker angeht. Okay, also wir sollen irgendwas töten. Mehrere verschiedene Dinge. Alles klar. Ich würde vorschlagen, dann... ja, was ist mit unserem Inventar? Sieht gut aus. Ist jetzt nicht so viel. Da haben wir was. Kleinen Anhänger. Was ist das? Kampfpaket. Frühlingsgefühle. Verbrauchbar. Hm. Toll, wir haben eine Blume gepflanzt. Sehr schön. Ich weiß jetzt nicht, aber wofür es gut war. Rote Fluchperle nach Burg Rabenschrei. Ah. Okay, das öffnet ein Portal. Das wollen wir jetzt natürlich nicht machen. Wir sind jetzt erstmal unterwegs zum Wilden Wald. Inventar können wir natürlich auch mal zumachen. Es muss jetzt nicht das restliche Video offen bleiben. Und da sind wir auch schon. Und jetzt sehe ich schon da oben. Da ist auf jeden Fall schon mal was, wo wir hin müssen. Und naja, ich weiß jetzt nicht, wie stark die Gegner sind, die uns dann unterwegs begegnen. Aber wenn es uns zu eng wird, können wir ja immer umdrehen. Soweit es jetzt erstmal nicht gefährlich wirkt, können wir einfach erstmal hier losziehen. Über die Brücke. Und dann irgendwie hier über die nebligen Felder nach oben. Da von hinten verfolgt uns was. Was bist du für ein Level? Level 17 ist okay. Mit Level 17 haben wir fürs Erste kein Problem. So. Aber das sind nicht die, die wir töten sollen. Wildherzhetzer. Sind nicht die Grunzer, die wir töten sollen. Obwohl ich vermute, dass sie so ähnlich aussehen. Was bist du? Ein Jäger? Das sind auch nicht die, die wir töten sollen. Und die Jagdhunde, die hatten wir auch schon. Das waren die mit den Pfoten, wo wir die Pfoten gesammelt haben. Na gut, dann gehen wir mal einfach hier hoch. Ich vermute mal, finden schon was. Ist ja ein Fragezeichen. Wo geht's denn hier hin? Ah, da geht's dann zu den Wildherzhöhlen.
Die sind ab Stufe 30, also 20. 30. Ab Stufe 20 natürlich. Da wollen wir, glaube ich, eigentlich noch nicht wirklich rein. Obwohl wir ja mal einen Blick wagen könnten. Vielleicht sind die Mobs, die wir töten sollen, ja auch hier drin. Stärkere Mobs bedeutet natürlich gefährliche Kämpfe, aber auch schnelleres Steigen von Level. So, der, also einzeln ist es ja jetzt nicht das Problem. Ah ja, und das sind nämlich auch die Grunzer. Hier sind die Grunzer, die wir töten sollen. Oh ja. Von denen kommen jetzt aber irgendwie mehr. Dann sieht das schon wieder ganz anders aus. Ah. Aber ich schlage mich gerade ganz elegant daher. Der haut ab. Der ist abgehauen. Oh. Das war ich so erschrocken darüber, dass der abgehauen ist, dass mir hier natürlich direkt wieder alles Fenster aufploppen. Gut, drei von denen schaffen wir. Dann kommt mal ran, ihr. So, verlangsamen wir einfach nach dieser Weise. Ganz schick. Ah. Das ist alles noch gut. Wir bekommen natürlich auch schöne Ausrüstung hier drin. Also, sollten wir jedenfalls. Wobei ich jetzt, abgesehen davon, dass wir jetzt hier die töten können, noch nicht genau festgestellt habe, was es hier noch gibt. Also ob das schon so ultimativ ist, hier schon reinzugehen, sollten wir uns dann doch auch erst vielleicht der Krypta widmen. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt, richtig. Oh, also jetzt kommen hier aber einige an. Oh oh. Gehen wir auf den Wecker. Stirb jetzt. Okay, das hätten wir. Naja, gut, wir haben 8 getötet von denen, aber wir kommen nur schleppend voran. Und was seid ihr für welche? Ihr schickt mir eure Hunde. Ich glaube, das wird mir jetzt hier aber zu bunt gerade. Und irgendwie... Oh oh. Naja doch, wenn die Hunde wieder weg sind, ist okay. Ich weiß ja nicht, warum die Hunde wieder umgedreht sind, aber... Machen komische Geräusche. Hellseherkugel. Da ist einer. Tja, also das sind die obersten, die sollen wir natürlich auch noch töten. Das werden dann Bosse sein, also mit denen können wir uns eh noch nicht anlegen. Hm. Jetzt pfeift er die wieder zurück. Ist das ein Boss, der hier immer diese Hunde zurückpfeift ständig? Ja, natürlich ist das ein Boss. Ach! Na gut, wir können ja mal sehen, ob wir den irgendwie schon platt kriegen. Aber die Hunde haben wir natürlich. Und jetzt kommen natürlich noch die anderen Schweinchen. Kriege ich. Ah, oder auch nicht. So, Zeichen von... Oh, wir haben was gefunden. Zeichen von Ritter Leonard haben wir gefunden. So, jetzt haben wir euch mal schön eingefroren erstmal. Der war irgendwie daneben. Ja, hau nur wieder ab, du.
Kleine Schisser. Dabei seid ihr das viel höhere Level. Kleine Schisser. So, du bist tot. So viel steht schon mal fest. Und wo ist jetzt der Boss? Wollen wir doch mal sehen, ob wir es mit dem auch irgendwie aufnehmen können. Ach, als Magier hat man es schon schön. Oh, wenn der uns natürlich trifft, dann wird es kritisch. Sollten wir tunlichst versuchen zu vermeiden, dass der uns irgendwie hier trifft. Oh. Wird eng, wird eng, wird eng. Oh, oh. Naja, aber wir halten ihn echt gut in Schach. Das war ein bisschen nah dran. Bisschen sehr wagemutig. Und jetzt hängen wir ja noch so blöd fest gerade. Aber wir kriegen es hin. Ich möchte mal fast sagen, wir schaffen das. Dadurch, dass er so langsam ist, die ganze Zeit, wenn wir ihn so schön verlangsamen, kriegen wir ihn. Oh, nur nicht zu mutig werden. Darf uns jetzt nicht nochmal treffen. Wenn er uns nochmal trifft, ist es vorbei. Ja, boah, das war knapp. Halleluja. Verbesserte Reisestiefel. Hoffentlich sind die Stiefel gut. Okay, also der Boss, der war schon echt kritisch, muss ich jetzt gerade sagen. vielleicht testen wir mal die andere Richtung noch an hier. Und dann würde ich irgendwie doch erst sagen, man geht zurück dann. Das sind mir doch ein bisschen viele jetzt hier. Ja, warum dreht ihr jetzt wieder um, Feiglinge? Ich hatte nicht so viel Leben gerade, da kann ich nicht so drauf gehen. Die machen ja schon Schaden, und wenn das mehrere sind. Muss ich mal gucken, dass ich irgendwie da rüberkomme. Oh. Wird gerade arg gefährlich für uns. Nein, ich glaube, wir treten die Flucht an. Das ist mir hier gerade echt zu heiß. Also was, das ist hier mir noch ein bisschen echt, puh. Da muss man höllisch aufpassen, dass man nicht stirbt hier. Deswegen würde ich doch dann eigentlich sagen, wir gehen jetzt erstmal zurück. Und vielleicht schauen wir uns dann beim nächsten Mal erstmal nochmal in der Krypta um und gucken mal, ob wir diese Krypta-Quest weiter hinkriegen. Die Gegner dort müssten ja dann eigentlich gut zu schaffen sein. Boah, wieso sind jetzt hiervon so viele da? Boah, hallo! Sonst geht's, aber ich glaube, jetzt renne ich mal. Boah, wie viele. Wieso so viele? Nein, nein, nein. Oh, wir sterben. Das ist echt nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Wir werden sterben. Da kommen wir nicht raus. Da kommen wir nicht mehr raus. Oder doch? Haarscharf. Das war haarscharf. Aber wirklich. Wir sind gerettet.
Und ich atme gerade echt einmal durch. Das war schon sehr, sehr, sehr knapp gerade. Das war sehr knapp. Aber wir können hier oben noch zwei Quests abgeben. Wobei ich fast überlege, das in der nächsten Folge zu tun, denn sollte es wieder so sein, dass wir für die tägliche Herausforderung zwei Quests haben könnten, dann wäre das ja super, wir hätten die wieder. Also würde ich das doch mir aufheben, sage euch jetzt erst einmal Tschüss und Bye Bye, bis zum nächsten Mal und dann schauen wir uns die Quest eben in der nächsten Folge an. Tschüss, eure Kalugia.